Hallo und Servus beim Würzburger Griller. Heute gibt es bei mir eine Lachsforelle aus dem Gasmoker und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Erstmal die Lachsforelle, das sind knapp 700 Gramm. Dann gibt es Rosmarin, Lorbeerblätter, Zitronenmelisse, Wacholderbeeren, 4 Stück. Dann Pfeffer, ein Teelöffel reicht da. Dann habe ich hier 250 Gramm Salz liegen und noch 4 Wacholderbeeren. Als nächstes die wichtigsten drei Regeln, die es gibt beim Fisch: Säubern, säuern, salzen. Gesäubert habe ich ihn schon und jetzt kommt er ins Salzbad und das zeige ich euch jetzt. So, als nächstes machen wir das Salz rein, weil da halt überall schön was liegt. Nehmen wir die Wacholderbeeren und den Pfeffer, das gleiche in grün. So, die Kräuter ist immer ein bisschen zerdrücken, da kommt das Aroma schön raus. Das gleiche auch bei der Zitronenmelisse. Und die Lorbeerblätter. So, jetzt legen wir den Fisch schön rein. Und in 3 Stunden sehen wir uns wieder am Smoker. Lasst es schön 3 Stunden drinnen liegen. Bis später! So, am Räucherofen angekommen, beziehungsweise am Smoker, er hängt drinnen und in einer Dreiviertelstunde schauen wir mal wieder rein. Ihr müsst so zwischen 60 und 80 Grad haben. Bis später. Falls Fragen aufkommen, welche Chips ich habe, das sind die Apple Wood Chips, sind gut. Ihr könnt einfach alles Mögliche nehmen, ne? Käse, Gemüse, Fisch, Huhn, Schwein, also ist echt zu empfehlen. Also langsam fangen wir auch richtiges Rauchen an. Ja. Und die Temperatur passt auch soweit. Dann sehen wir uns später. So, ihr Lieben, ich muss euch was gestehen. Er ist mir abgefallen. Ich habe mal wieder reingehangen. Aber ich denke, das ist okay. Er sieht halt echt beschissen aus. Ich weiß. Aber naja, es läuft. Kann auch dem Besten passieren. So, und Absturz Nummer 2. Aber hey, Freunde, probieren, egal. Ich nehme es mit Humor. Aber es sieht schon lecker aus und es schmeckt auch jetzt schon gut, aber es braucht nur eine halbe Stunde. Also, egal Leute, wenn was passiert, Fails passieren immer. Wenn ich Outtakes schneiden könnte, ich würde es tun. Ganz egal. Hauptsache es schmeckt am Schluss, auch wenn der Kopf jetzt schon weg ist. Also, weiter geht's. Na, das lässt sich doch jetzt sehen, ne? War ich jetzt schön. Aber wirklich, ich kann das nur empfehlen. Macht das mal so, eure Nachbarn, Freunde, die werden begeistert sein. Das nächste Mal gibt es bei mir auch auf dem Kanal einen Steckerlfisch, wenn es ein bisschen schöner ist vom Wetter. Momentan ist es einfach viel zu kalt draußen. Ihr seht ja selber, kommt gerade so auf unsere Gradzahl. 60 Grad müsst ihr wirklich haben. Ja. Aber wir kommen damit hin. Andere hätten jetzt auf dem Gasgrill gegrillt, das wollte ich nicht. Das ist mir einfach zu langweilig. Ja, wenn ich schon so ein Teil habe, warum nicht nutzen? Also, bis später. So, gute Dreiviertelstunde drin. Schauen wir mal. Ja, wir sind fast durch. Bald haben wir es geschafft. So, Stunde rum. Holen wir mal den Hübschen raus, wa? Bis gleich zum Verköstigen.
So, Finale, verkosten. Wenn es da bleibt, Leute, unbedingt nachmachen. Eine Stunde reicht vollkommen aus. Mega lecker. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Würzburger Griller. Ein Tipp von mir, nehmt Mayonnaise und Dill. Schmeckt richtig gut zum Lachs. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.